surrounded by monsters and beasts. From under the earth are coming also the deceased. Und mit diesen mystischen Klängen, mit diesen wunderschönen Klängen aus dem Hauptmenü von, sehr gut, von Dark Souls. Und der Nebelmaschine. Genau, nicht so viel. Bist du nackt jetzt? begrüßen wir euch recht herzlich zurück und laden den letzten Spielstand, der in den Hallen von Ornstein und Smaug. War. So setze ich mir noch kurz meine Kopfhörer auf. Zuletzt stattfand. Und ihr seht hier die Verwüstung. Es war ein großer Kampf. Es war ein harter Kampf. Okay, er war nicht wirklich hart, aber er war ein bisschen nervig. Ja. Die Maus ist auszuziehen, das ist ein bisschen nervig. Das Problem an den beiden war ja, weil sie zu zweit eben waren. Der Nebel ist definitiv zu hart auf uns gerichtet. Das müssen wir nächstes Mal wieder ein bisschen mehr in die andere Richtung führen. So, jetzt steht noch eine Nachricht auf dem Boden. Was habt ihr zu sagen? Geschafft. So, jetzt war eine Diskussion, eben noch in der Pause, ob wir zurückgehen oder ob wir einfach weiter... Geht's überhaupt weiter? Ach so. Geht es überhaupt weiter? Ich sehe es gar nicht. Irgendwie weiß ich gerade nicht. Aber ich würde tendenziell eher zurückgehen. Was sind die denn? Was höre ich da? Ein Aufzug, oder? Schau mal so die Statue an. Gelobt die Sonne. Die ist nichts. Da fehlt eine. Wer ist das? Ist das Ornstein? Ist das diese Und da schon eine Frau. Kann ich nichts machen? Nee. Was? Ich glaube, links und rechts geht es irgendwie weiter, Christa. Oh! Die ist aber... steht dem Dings da nichts nach hier ein bisschen. Dem... wie heißt der nochmal? Dem Smaug. Hier, Urteiltechnik. Wo es Brüste hat, oder was? Ja. Und da fehlt eine. Mach mal deine Menschlichkeit erstmal weg, Christian. So, absolut. Genau, zeigen wir erstmal unsere Menschlichkeit. Sehr schön. Dieser Typ hat Ornstein und Smaug getötet. Ah, hallo. Okay, da geht's weiter. Alles klar. Gut, dann ist unser Weg. Dann führt unser Weg jetzt erstmal zurück. Alter, da geht's auch irgendwie ab. Ja, das ist auch ein Fahrstuhl. So ein Bohrer-Fahrstuhl wieder. Okay. Okay. Dann erstmal zurück zum Feuer. Von Solaire haben wir beschlossen. Von Solaire haben wir uns beschlossen, haben wir uns entschlossen, da hinzugehen. Denn es ist das kürzeste und es ist natürlich auch das abenteuerlichste. Alter, geil. Hast du nicht gesehen? Nö, wie soll ich das während des Kampfes? Ich dachte, ich doch da nicht. Die waren draußen auch schon. Eine schöne Holzvertäfelung. So, jetzt, ja gut, jetzt sind ja die Typen hier im Weg, ne? Ich glaube, ich nehme mal wieder lieber meinen Helm auf. Obwohl ich doch immer gerne den Helm abziehe. Die Backstabben war nicht drin. Oh, ich müsste aber echt. Oh, ich lauf lieber weg. Weil nämlich. Ach, scheiße. Oh Mann, wieder völlig gefailt. Ich kann den Flakons mehr haben. Stimmt, wir hätten schon auch eine Menschlichkeit nochmal nutzen. Bring dich erstmal in Sicherheit und dann gibt's Menschlichkeit. Das ist relativ easy, zum Glück. Hier. Denk dran, auf einem. Es ist natürlich ein bisschen gecheatet mit dem Menschlichkeitsding. Wieso, man hat sie? Das heißt, ja, wir haben sie halt auch gefarmt. Ich weiß nicht, das glaube ich nicht so sehr gesehen unter den Leuten da draußen, nee, dass man die farmt. Aber es ist jetzt einfach auch kein Beinbruch, würde ich sagen. Links rum, oder? Ja. Da muss ich aber gegen die beiden Typen kämpfen, oder? Ja, einen darf ich aushalten und der andere muss kämpfen. Nee, ich muss gegen beide kämpfen, glaube ich. Also gegen ihn? Oder kommt schon? Ja, Lanz habe ich auch noch. Und du bist jetzt voll stark. Easy, schau, das ist gefailed. Das ist easy. Den lasche ich in Ruhe? Nee, den will ich nicht. Nee, den lasche ich, genau. Ich will ihn fertig machen. Nicht, Christiane, wieso? Hallo. Du opferst dein Leben mal. Unterschätze die Herren trotzdem nicht. Oh. Scheiße, das recht. Draußen steht auch einer, ne? Ja, genau, darum wird das der zweite. Oh shit, das war schlecht. Oh Scheiß, Michi. Du hast vollkommen recht. Was mache ich jetzt? Ich nehme nochmal Menschlichkeit. Hier, Menschlichkeit! Komm. Vorhin lief auch ganz gut mit dem Kollegen auf der Treppe. Ach, komm schon. Ah, mach das Schild, ich hau die Ausdauer. Du kannst ja Ausdauer. Mein Gott. Toll.
wird nochmal spannend. Jetzt unfreiwillig Gegenstand nehmen. Oh, Silberritter Speer! Was kann der? Der Speer? Herr Speer. Da ist ein Blitzspeer. 163? Der ist stärker als ein Blitzspeer. Natürlich nicht stärker als sonstige Sachen. Physisch 163 minus 92. Okay. Was weiß ich? Weiß ich auch leider alles nicht. So, jetzt nehme ich nochmal eine Menschlichkeit, oder? Ja, wenn die Menschlichkeit ein bisschen ist, ein bisschen. Was machst du denn jetzt? Ein bisschen blöd. Kann ich den überraschen? Nee, ich glaube nicht. Stell mich schön zu mir, ne? Ja, mich aber eher überrascht dich. Ja. Hallo. Aber es wäre ein Schwerttyp, glaube ich, ne? Ja. Die Schwertjungs sind mir doch die liebsten. Ah, ich war erst da. Oh, oh. Ja, yeah. Er lebt noch. Oh, oh. Okay. Wow. Kriegt einen geilen Flash, hä? So, dann sind wir hier. Das heißt, wir sind schon da, ne? Mhm. Easy. Dann kannst du jetzt auch noch kleinen Fackeln, bitte. Ich quatsch jetzt mal mit Solaire. Ach, entfachen soll ich es auch noch? Bitte. Noch in der Menschlichkeit opfern. Nein, du brauchst... Solaire ist weg. Ah ja, okay, weil du es jetzt geschafft hast. Oh, Solaire! Aber warum soll ich das jetzt entfachen? Damit du gleich 10 verkauft hast. Okay. Und du, die Menschlichkeit, wenn du stirbst, ist eh weg. Das hätte schon die ganze Zeit entfachen können, eigentlich. Und währenddessen kann ich süße Halloween endlich mal zeigen. Endlich mal. Ein kleines Lichtchen. Und ein kleines gleiches Löcher. Warte, jetzt hat bloß ein kleiner Wackelkontakt irgendwie, obwohl es neu ist. Oh, und wir steigen natürlich auf. Was mache ich mich? Ich stärke, oder was? Stärke wolltest du, ja? Ich kann nur einmal was nutzen. Wie krass ist das denn? Ja, dann Stärke 33. Meine Fresse. Kann ich jetzt irgendwas anderes nehmen? Wahrscheinlich auch immer noch nicht, ne? Nee. Was ist denn mit der Rüstung von Havel? Achso, 92 auch bloß. Aus einem Punktchen. Aber. Warte, 56, 54, 56, das ist bei Dings, beim zweiten Teil. Ich weiß ja nicht, was das Symbol bedeutet. Und beim letzten Symbol, da habe ich schon Steigerungen. Bei einem ist sogar ein Minus. So, warte kurz, ist ja, oh geil. Jetzt warte kurz, wie ist das mit dem Gewicht? 62. Ich weiß nicht. Jetzt rennen wir schon wie Havel rum, ich weiß auch nicht. So richtig stylisch und ist es auch nicht. Oder? Ich habe all die Haare, stimmt, ja. Ach, nee, wollte ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie Havel rumlaufen müssen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ich hätte schon wieder Bock auf was anderes. Auf was Neues. Aber es ist halt wieder nichts Vergleichbares im Inventar. Die Steinrüstung haben wir jetzt auch schon ewig. Dann nimm mal andere Stulpen oder so. 54. Oh ja, guck. Die sind sogar besser. Nee. Bei anderen Werten ja, nein. Steinkammer schon. Nimm halt die zum Beispiel. Ist ein Lauf leichter. Nehme ich die. Ach, das sind die Ketten. Sind auch leichter, aber haben auch... Was ist denn das zweite Symbol? Weiß man nicht, ne? Das dritte fragen auch. Vielleicht gegen Zauber oder sowas. Okay, wie sieht das jetzt aus? Das sieht trotzdem sehr havelig aus. Sehr havelig. Labelig. Habelig, labelig. Christiana... Was soll denn das? Es war der fehlende Knopfdruck. Tut mir leid. Jetzt weg. Ja, mache ich jetzt auch. Es tut mir leid. Ich kann da nochmal einen Neidpunkt bei 20. Oh Mann, echt, ja. Furchtbar. So, machen wir es so. Dann sehen wir nicht ganz so havelig aus. Und so kämpfe ich jetzt auch mal ein bisschen. Da kann nicht sein, dass das Ding so viel ausmacht. Der Herr Kopf. Der Herr Helm. Komm schon, come on! Zack, easy. So schnell geht das. Und was mache ich jetzt? Wo gehe ich eigentlich hin? Ja, da wieder. Da hoch, ne? Den einen lockst du jetzt mal her. Oh, ist er schon! Wieder. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Wir sind nicht an! Jetzt hat. Den anderen lass dann einfach in Ruhe. Fuck. Der hat mich erwischt! Ja. Ich leb noch. Du lebst noch, renn weg, oder? Ah, soll ich in Ruhe lassen, verdammt. Trink ich ja was, Chris? Nein, nein, nein. Feuer, Feuer, Feuer.
Puh. Welches nochmal entfachen? Dann mal 20 Flak raus, oder? Was? Man kann es dann nochmal entfachen. Kann man nochmal? Ja, hast du mir nochmal erzählt, oder nicht? Weiß ich nicht. Oder wer war das mit dem Ritz Nolbert Dark Souls? Eigentlich nicht. Jetzt haben wir ein Schwert! Achso, das ist der erste wieder. Achso, okay, scheiße. Tja, eingebildeter Penner, hast du gesehen, wie der auf mich zugelaufen ist? Ja, ja. Arrogantes Stück Scheiße. So, du, komm her. Hallo. Erwischt. So geht's nämlich. Easy. Easy. Okay, die anderen lassen in Ruhe. Man kann ihn winken. Hallo. Der bewacht seine eigenen Klamotten. Ich weiß nicht. Wenn man ihn jetzt klaut. Der bewacht seine eigenen Klamotten. Schöner Spruch, Michi. Wo ist denn der her? Hab ich gerade selber gebracht. Sehr gut. Also, dann geht's jetzt hier hoch und dann schauen wir mal, was bei Smaug und Dings abgeht unten. Aber jetzt müssen wir wieder die Sicherheit legen oder was? Oder den einen zumindest. Jetzt rennt er mir, glaube ich, aber 100% hinterher. Dann kannst du ja mal einen großen Raum töten. Oh, jetzt kommt der andere noch und schießt wahrscheinlich jetzt. Ganz vergessen. Hilfe. Oh! Die kommen ja jetzt schon. Willst du mich verarschen? Ja, genau. Vielleicht hat man schon einen Aufzug nehmen, ei, oder? Ei, 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 ei. Ich mach's erstmal schön den hier. Ne, die bleiben schon. Oh, 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 die kommen. Alter, die sind auch so schnell. Nimm links den Aufzug. Soll ich links den nehmen? Hier kommt aber freundlicher. Ah, ne, der steht bloß da. Loser. Okay. Na, den bin ich mal gespannt. Ach so, das ist ja gleich, okay. Naja, aber gut, weiß man nicht, was wo die hinführen. Oh, ich bin gerade volle Action, hab ich nehme volle Action hier. Die volle Hör-Action. Warte kurz, ich nehme ihn gleich. Ich muss nur kurz mich komforten. Macht euch keine Sorgen. Alle. Oh, jetzt bin ich erschrocken, Michi. Echt, vom Nebel? Ja, volle Kanne. Ah. Handicap im neuen Gebiet. Oh, großer Raum. Feuer! Schnell, fach es gleich richtig. Ja, ja, ganz ruhig bleiben. Dann machen wir gleich hier aushöhlen, weißt du? So. Welcome to a new Gebiet. Hey, bleib hier stehen. Ach so, ja. Ich höre dich jetzt ganz schlecht, Michi. Entfachen. Entfachen. Also entfachen, okay. Ja, bitte. Machen wir das auch gleich, natürlich. Wir haben's ja in petto. Geil entfacht hier. Cool, sehr super. Gut. Okay. Wollen wir mal gucken, wo es hier hingeht? Oder ob es überhaupt irgendwo hingeht? Oh ja, das sieht übel aus. Ja, da warten wir noch. Machen wir erstmal eine Runde hier, würde ich sagen, durch diese Halle. Das sind wir genau, da ist ja runtergesprungen, der Löwe. Oh, schön. Der, wer ist runtergesprungen? Dieser Ornenstein da. Nee. Doch, der ist schon mal oben runtergesprungen. Hä? Geräusche. Hinten liegt eine Leiche. Hinten flackt was rum, ja. Schöner Balkon. Edel. Oh, hier könnte ich schön, wenn der Typ da draußen hier stehen würde, abschießen, könnte ich schön Fallschaden machen. So, wenn irgendwo ein Bild hängt, nicht anfassen. Helm der Kunst, Umarm der Rüstung der Kunst, Stulpen der Kunst, Kamaschen der Kunst. Schau mal kurz durch, was der Helm der Kunst. 18. Schwarz. Ist das Slotricks Zeug? Hab mir auch gedacht, irgendwie. Sieht ein bisschen nach aus, ne? Ja, hab mir auch gedacht. Umarmte Rüstung der Gunst. Okay. Schön golden halt. Loser Klamotten, aber auch. Da kann ich runterfallen, ne? Ja. Ja. Oder? Nö, oder? Ne, irgendwie auch nicht. Der Boden sieht schön aus, guck mal. Ja, voll edel, mit dem Muschel. Oh, da scheint Licht durch irgendwie, siehst du? So, jetzt mal gucken, ob der andere Fahrstuhl auch hier hochführt. Bestimmt, oder? Oh, das sind Scheiben hier. Kann man die kaputt machen? Ne. Aha. Ah ja. Das wird der andere Fahrstuhl sein, ne? Ignorieren wir den mal. Dann geht's nur da entlang. Oh Gott, ein Weg. Zum Beispiel gar nicht zurückgehen müssen eigentlich. Wir haben schon wieder 28.000 Seelen. Wo kommen die jetzt her auf einmal? Ach so, ja gut. Hat halt nicht gefehlt, hat halt viel gefehlt. Hat halt ein bisschen was gefehlt, okay. Ach so.
ist das? Frau. Die Möpse sind sogar noch größer, Michi. Hier kann doch noch mal eine kleine Statue gehen. Alter. Alter, wie hockt denn die dran? Ihr kennt es gerade richtig. Die liegt dran, oder? Hörst du die Musik? Ja. Alter, Michi. Die ist ein Riese. Echt? Die ist ja üppig. Ja, Kinine. Alter, krass. Was ist denn da los? Sieht sie gar nicht richtig. Niederknien. Ist das irgendeine Gottheit oder so? Ey, keine Ahnung. Aber ich mach's, oder? Gut zu sein, ja. Das ist ja Wahnsinn. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father is wounded Obscurus, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. The Lord Vessel? Herrschergefäß? Da. Oh, geil, teleportieren! Danke. Geile, catch up! Nein, so. Vielen Dank. And beseech thee, succeed Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight, and avert further undead sacrifices. Ja, Wahnsinn. Sie ist also die Tochter von Lord Gwyn. Krass, sie ist fast gleich wie er. Guck mal, die haben Physik, Michi, die Dinger. Siehst du das? Auf da ich hingucken, Christian. Ja, sehr gut. Ich wollte nur auf die Details hin deuten. Also guck, wie sie auch im Dunkeln gehalten wird, ein bisschen, ne? Ja, bist du edel. Ich knie nochmal nieder. Ah ja, okay. Eid leisten? Oh. Bei ihr kann ich auch ein Eid leisten. Wie ist das? Ich weiß nicht, das war doch wie bei den anderen Typen auch, bei den anderen Leuten. Bei der Braut, bei der Katze ging es. Quelak-Schwester. Since the day Father has wounded once again and beseeched thee, a great indeed, without fire, all shall. Ups, jetzt habe ich gerade doch von neues Zeug gesagt, ne? Now thou shalt go forth, chosen undead. May thou be one with the sunlight forevermore. Göttin des Sonnenlichts ist die Anna, krass. Eine Königin. Versteckt die Ausdauerlast, bricht die Beinentfernung. Ach, das ist der andere. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Aber Havels Ring brauche ich, ne? Ja, das ist, wenn du jetzt wegmachst, ist er kaputt. Wo ist denn jetzt der andere Ring? Chris! Was? Hast du mir zugekocht? Ich hör dich doch nicht richtig. Wenn du den Ring jetzt wegmachst, den goldenen Ring, dann geht der kaputt. Warum? Weil es dran steht. Was? Bricht bei Entfernung. Ist es so? Ja, klar. Okay. Wo ist der andere Ring jetzt? Hier, versteckt Wunder. Nee, was ist denn da? Ist er das? Hallo? Den wir gerade bekommen haben. Nee, den... Das ist ja Gefäß. Ach so, das ist gar kein das Ring gewesen. Das brauchst du gar nicht, nee. Ach so. Alter, meine. Ja, Wahnsinn. Es ist eine Riesenfrau. Da haben wir noch ein Bild von der gesehen, weiß nicht mehr. Ah ja, genau, stimmt. Das große Frauenbild, ja. Krass, ich dachte, ich muss gegen die kämpfen. Apropos... Kämpfen wir noch gegen die andere Braut im Gemälde? Wissen wir nicht, wussten wir nicht. Wussten wir nicht. Haben wir es nicht mal lassen? Ich weiß nicht. Oh, guck mal, da haben wir einen geilen gelben Pfeil. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Und zwar zu dem komischen, zu deiner geliebten Schlange müssen wir, glaube ich, hin. Teleportieren. Ja klar, zu wie heißt der Seeker Fremd? Wie hat er geheißen? Warte mal kurz, wir erstmal gucken. Da kann man runterfallen, alles klar. Ja. Oh, das wollte ich gar nicht. Nein, okay, das war dumm. Wie heißt denn jetzt nochmal? King Seeker Fremd. I am King Seeker Fremd. The Lord Vessel. Ja, jetzt haben wir teleportieren, genau. Jetzt die Frage. Jetzt müssen wir, glaube ich, bestimmt zum Hauptfeuer, genau. Teleportieren. Feuerbandschrein, Sonnenlichtaltar, Anna Londo, Finstermondgrab, Tochter des Chaos, die Hiefen. Stopp, Michi, weißt du, was wir jetzt machen?
Ich will jetzt mal wissen, was dieses goldene Tor in dem Wurzgarten war. Ah, okay. Okay? Beschließen wir jetzt einfach mal. Wo muss er jetzt hin? Finstermondgrab. Okay. Ja. Das war das, glaube ich, oder? Mhm. Dann teleportieren wir uns mal. Und Action. Nein, ist Anno Londo. Okay. Cool. Brauchst Menschlichkeit, okay. Das kostet uns aber auch nichts. Wieso heißt das so komisch? Was denn? Weiß nicht, warum das so heißt. Tochter des Chaos. Kammer der Tiefen, Prinzessin. Gemeinde der Untoten, gemalte Welt von Ariamis. Wo will ich denn, wie heißt denn das vor Sun's Castle? Sonnenlichtaltar, Feuerbrandschrein. Sonnenlichtaltar, was nicht? Können wir jetzt was zu denen teleportieren, die mal 10 Flakons gemacht haben? Nein, glaube nicht. Du probierst einfach mal alle durch, oder was? Tut ja nicht weh. Kostet ja nichts. Anno Londo? Ah, okay, Tochterschrein. Okay, das ist da, wo wir eben gerade waren. Alles klar. Teleportieren. Finstermondgrab, das ist jetzt das. Tochter des Chaos, das wird Quelax sein. Die Tiefen, das wird hier, ne? Ist klar. Gemeinde der Untoten, das ist da, wo der Drache wahrscheinlich ist, der rote. Gemalte Welt von Ariamis, wo ist denn das? Das sind lauter die, wo wir 10 Flakons gemacht haben, Chris. Sonnenlichtaltar. Meinst du echt? Ich glaube schon, ja. Bin mir da unsicher. Das ist ja keine 10 Flakons, oder? Doch, da haben wir auch 10er gemacht, glaube ich. Aber ist es nicht, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Wo wollten wir jetzt hin? Finsterwurzgarten war das schon. Finsterwurzgarten, genau. Wie komme ich da am besten hin? Ja, schon. Nee. Aber du hast das. Da müsste ich auch zu dem anderen hin, wo der Schmied ist. Genau, ja. Na, wie heißt denn der? Kammer der Prinzessin ist das andere, Anno Londo. Finstermondgrab, Tochter des Chaos. Ja. Nee, machen wir mal Gemeinde der Untoten. Müssen einfach mal alle ausprobieren. Dann checken wir das schon. Ja doch, das ist hier. Bezirk der Untoten, alles klar. Gut. Nee, wir wollen zu Fische. Ja, ja. Dann tun wir bei Fische wird's gerade das eine Tor auch aktivieren, Chris. Weil schon bei dem Tor war, da kennst du das noch? Nee. Ich sag, dann wäre es okay. Also gut, ich laufe jetzt einfach da durch. Hello, Schmied. Wir haben einen neuen Schmied gefunden. Der ist viel nicer als du. Fies. Nein, der ist viel größer als du, sagen wir mal so. Wahrscheinlich kräftiger. So, genau, also ich frage mich nämlich schon die ganze Zeit, was dort in diesem Walde da noch vorherrscht. Was es da für ein Geheimnis gibt mit diesem leuchtenden Tor, das wir gesehen hatten. Ich bin irgendwie voll schnell, kann das sein? Ich weiß nicht, irgendwie komme ich schnell gerade vor. Ich komme schon alle voll schnell vor, ja. Ach, weil das Ding Ausdauer erhöht, glaube ich, der Ring. Ist es vielleicht der Ring? Ach, stimmt, ja. Aber ich, meinst du, ich kann den jetzt nicht mehr abnehmen, oder was? Doch, aber dann ist schon kaputt. Ja, natürlich. Ja, das meine ich, damit kann ich nicht abnehmen. So, bin ich hier richtig erstmal? Ja, oh, wie ging es denn immer zu dem Tor hin eigentlich? Da weiter, ich weiß, wie es geht. Bei der Hydra, glaube ich, auf jeden Fall. Muss irgendwie zur Hydra. Oh! Na? Hat der Verbraucher was toppt? Ja, ja. Der auch. Geil. Natürlich lila Moosklumpen. Wo sonst sollten wir sie herbekommen? Oder weil ich einen Helm abgenommen habe, bin ich deshalb vielleicht schon schneller. Kann das sein? Das kann ich auch mal aktivieren, auf jeden Fall. Ist doch aktiviert alles hier. Nee, 10er machen. Ach so, meinst du, ein 10er machen? Ich glaube, beim EC, wenn du einmal stoppst, sind sie ewig. Okay. Entfachen. Jetzt warte kurz. Achso, nee, es heißt ja nicht anders. Es kommt keiner dazu, ne? Nee. Okay, dann muss man die echt entfachen vielleicht, damit sie dazukommen. Ja, ist wie gut, dass wir uns vorbereitet haben mit der Menschlichkeit, ne? Aber wir hätten jetzt, glaube ich, eh einen Arsch voll Menschlichkeit, weil wir die ganzen Kämpfe gewonnen haben. Achso, jetzt kommt er auch trotzdem nicht dazu, ne? Weil ich da bin schon. Ach, warte kurz, jetzt gehe ich die Abkürzung hier durch eigentlich. Schon, gell? Aber damit die ganzen Menschen hier, die ganzen Arschlöcher da. Stimmt, das ist gar nicht richtig. Nee, du musst heruntergehen, Chris. Warum? Ganz vorne geht's zur Hydra, nicht hier. Da geht's nicht mehr weiter. Ja. Du musst vorne, wo man reinkommt, da geht's auch runter. Ja, das ist aber auch ein langer Weg. Hier ist, glaube ich, kürzer. Da geht's ja gar nicht weiter. Nein, ich meine, durch das Tor meine ich das. Achso, okay. Doch, ich könnte mich hier nochmal durchkommen. Okay. So, Boys. Wo seid ihr? Boys, where you are? Ich schleiche mich mal hier an der Hand entlang. Ist ja keiner mehr da.
Okay, okay. Soll mir erstmal recht sein. Was ist denn das? Hör, ist das so nah zusammen? Nein, 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 da vorne ist die Katze. Da vorne ist die Katze, aber wo bin ich denn jetzt erschienen hier? Da einfach lang. Ich raff's grad nicht. Hä? Ich dachte, das Tor ist doch bei der Katze. Aha. Ja, ja, die hab ich am, die hab ich am liebsten. Ach Gott, easy going. Da, say good night. Lass was droppen, lass was droppen. Mm-mm. No. Aber 2010, ne? Schlecht. Der nächste. Was mit dem? Ist ein bisschen blöd, oder ja. Was? Ach, ja. Ja. Ist er schon hinüber? Nee. Mit der Lippen. Jetzt da. Was macht der? Der heilt sich oder irgendwie so ein Kiss. Das war mega dumm. Hallo. Mega dumm. Tja. Irgendwie sind die nicht mehr das, was sie mal waren. War echt nicht mehr, denke ich mir. Ah, ja. Jetzt müssen wir das Loch in dem Ding finden, bevor die ganzen Bäume auch kommen. Das war gerade weiter hinten, oder? Weiß nicht. Nein, hier war der Bogenschütze. Der genau. Kommt nicht mehr, der kommt nicht mehr. Ja, das weiß ich, aber hier auf jeden Fall den richtigen Weg. Zu der Grube, was ich meinte. Da ist es eigentlich. Schnell rein da, ja. Wahrscheinlich sind die ganzen Dinger mir jetzt auf den Felsen. Ja, einer zumindest. Zwei. Oh. Ach, die dürfen aber nicht herüberkommen, die Bäume. Dürfen die nicht. Oder? So, was? Und wo geht's jetzt nochmal für mich weiter? Da kommen die Katzen. Und die Pilze. Ja. Ich habe gerade echt ein bisschen Orientierungsprobleme. Was sind bei den Pilzen hinten irgendwie? Ja, doch, genau. Aber hier kommen die Pilze oder die Katzen zuerst? Die Katze ist eh tot. Ja, ja, aber trotzdem, arealmäßig meine ich doch. Katze, das war hier das Katzengebiet. Da hinten war da. Ja, genau. Puh. Ich glaube, das hätten wir vielleicht schon längst erledigen sollen hier, das Gebiet, weil wir sind jetzt gerade eh zu stark hier. Voll stark sind wir. So, hier geht's. Achtung, hier ist Tote, ja, genau. Oder? Da hinten muss es schon zu sehen sein, eigentlich. Ja, da ist die Brücke auf jeden Fall. Die Pilze haben wir auch alles abgeräumt, ne? Das passt ja schon. So, geil, spannend. Wieder ein neues Gebiet. Bin ich mal gespannt, was jetzt daraus wird. Da ist gar kein neues Gebiet. Ja, aber sieht schon ein Riesentor und müsste schon was hermachen jetzt eigentlich. Das haben wir schon aufgemacht auch, ne? Mhm. Das hab ich jetzt offen. Vielleicht ist irgendwas rausge. Geiler Wasserfall. Tauscht. Schöner Wasserfall. So. Links und rechts ist irgendwie nichts, oder? Puh. Ja gut, speichern. Oh, wir hätten vielleicht irgendwo ein Feuer nehmen sollen, ne? Also waren wir ja schon, okay. Waren wir schon, ja. Ist da schon was? Seh ich da schon was? Da vorne? Ist ein Kampf oder was? Ich muss erstmal hier am Rand um. Das steht. Was steht denn da vorne? Ist das ein Karpstein, oder? Da steht jemand davor, oder? Hey, ist mega die optische Täuschung. Doch, da bewegt sich auch irgendwas. Gell, da bewegt sich was. Kurz. Ist hier irgendwas zu verstecklingen? Ich muss hier wieder ein paar Bäume andotzen. Vielleicht gibt es den Geheimgang wieder. Oh, da ist was. Aber jetzt wissen wir gar nicht, wo wir lang müssen eigentlich, oder? Jetzt wird, lass uns erstmal das hier erledigen. Und das? Ist das aufgeploppt? Da ist der Ausgang. Okay, es ist eine Arena irgendwie fast schon, ja, ne? Ja, ich sehe, gell? Ich bleib doch mal auf Abstand. Das ist ein komplett umbacht, das Ding, das Gebiet. Hier ist ein Bach komplett rumrum. Ich komme jetzt voll stark vor, wir können eh alles besiegen hier. Okay, da ist irgendwas. Okay, die Mitte ist auf jeden Fall das Hauptziel. Ich schaue euch mal noch kurz das Wasserfällchen hier an. Dass wir hier irgendwelche Bonus-Scheiße hier fallen lassen oder liegen lassen. Bin ich da hoch? Auch nicht, ne? Okay, alles klar, und jetzt ist die Tür wieder. Okay. Ich kann nicht piepsen hören. Okay, dann warten wir mal, was da ist. Das ist ein großes Schwert, oder? Stimmt, das ist ein Riesenschwert. Eine Riesenfrau, ein Riesenschwert, aber sind alle so groß.
aus wie ein Friedhof. Stimmt, die ganze sehe ich jetzt erst. Die ganzen Grabsteine, Alter. Ist das ein Heldenfriedhof? Sind das die ganzen Leute, die versucht haben, hier zu kämpfen? So groß sein. Hilfe! Okay, okay. Großer grauer Wolf. Sif. Sif. Okay. Oh, fuck you! Okay, okay. Der scheint easy zu sein. Das ist ein Laserschwert. Alter, was geht mit dem ab? Okay, komm. Okay, easy, 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 easy. Scheiße! Okay. Wo ist er weit weg? Fuck you. Oh, der ist fix. Jetzt ist der Weg vernebelt. Ein Wolf mit dem Schwert ist auch nice. Ist echt nice. Okay. Den Move kann ich nicht zweimal. Das braucht ein bisschen. Jawohl, ich zieh ab. Sehr gut. Gutes Damage, guter Damage. Oi. Der wird leicht, der wird leicht. Ja, weil wir eh zu overpower sind wahrscheinlich. Ja. Aber gut zu. Ich hab Lord Vessel! Du Penner. Ah, scheiße. Nein. Was ist denn Lord Vessel? Das ist doch das Gefäß. Das heißt Heldengefäß. Ja, aber im Englischen. Vessel. Ach so. Michaela. So, ich nenne das ein bisschen blacksortig auf Englisch. Ja, hast jetzt geredet. Ach so, okay. Hab ich nicht zugehört. Ich muss einfach dranbleiben. Schau mal, wie easy. Wolf, ich schalte die Pfoten ab. Oh, oh! Okay, ich war zu arrogant. Aber der ist doch leicht. Großer grauer Wolf, Sif. Das ist der Chris. Der Löwenring gehört diesem komischen Drachenkönner Ornstein. Schon okay. Da kann ich wusste es doch. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig bleiben. Was ist jetzt der bessere Weg? Welches ist denn der bessere Weg jetzt? Soll ich doch wieder durch die ganzen Leute gehen? Ja, oder? War das schon easy, ne? Ups. Das Hunde kann man das Feuer nur entfacht. Jetzt mit dem Arsch, oder? Nee, passt. Okay, jetzt warte mal kurz. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich raff diesen Weg gar nicht. Wo komme ich denn hier her? Ich dachte, das wäre der Weg. Ich habe gerade irgendwas auseinandergebracht. Ich dachte, das wäre der Weg. Ah, oh, halt's Maul. Okay, ich muss irgendwie da entlang. Oh, jetzt schaue ich die ganzen Viecher auf wahrscheinlich. Okay, hier ist diese. Da war oben, da war der Bogenschütze. Da links oben. Das heißt, ich muss hier. Was? Genau, ich kenne schon den Weg. So langsam kann ich mich orientieren. Genau, hier runter. Easy. So. Und dann, genau, zu den Katzen. Ist gar nicht so weiter weg. Naja. Ich lasse euch mal stehen. Ja, cool. Aber krasser Wolf hier. Krasser Wolf, echt? Cool. Was für Gegner hier jetzt auf einmal. Jetzt ist aber echt noch die Folgen. Jetzt kommen die Folgen mit den ganzen Endbossen, kann das sein? Jetzt ist echt ganz viel los. Was wir jetzt schon gelegt haben. Und was wir hier gerade alles noch legen. Weil das ich mit ein bisschen Üben kriege ich den auch hin, locker. Der teilt halt diese Ausdauer-Ding, teilt der halt ordentlich aus. Wenn er diesen Doppelmove macht, dann muss ich halt erstmal erholen, weil wenn er nochmal macht, dann hat er mich. Weißt? Ja. Aber ich finde es gut zu wissen, dass es da hinten nicht weitergeht. Da ist schon der Neville. Der Neville! The fuck? The fuck! Durch den Nebelschreiten. So, großer grauer Wolf, Siffe. Du ist auch so eine Siffe hier. Ja, ja. Schau, doppelt. Okay, das ist scheiße. Steh auf. Schild hoch. Ich müsste was nehmen. Lässt er mich? Schau, easy. Der kann eine große. Aber wie krass, dass der mit dem Ding, mit dem Schwert. Mit dem Schwert angreift. Ist das irgendwie heiliges Schwert oder wie? Ich weiß es nicht, anscheinend. Ich will noch. Soll ich noch was nehmen? Nee, warte. Doppelt. Schau, wenn er es nochmal doppelt macht. Müssen wir erstmal erholen. So. Sorry, ich hab ein bisschen Zeit, Chris. Komm her. Ach, scheiße. Ist das schlecht? Oh. Oh, fuck. Richtig schlecht. Okay, alles gut, ist ganz gut. Komm her, greif an. Mhm. Wenn ich nochmal irgendeinen Special Move drauf hat, dann ist es echt leicht.
Auf die Schnauze, hast du es gesehen? Mhm. Macht ihm gar nichts. Ich nehme was jetzt. Sehr gut. Schnell! Oh ja, jetzt ist er sauer. Da wird er sauer. Oh, 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 oh. Wuffi? Beruhig dich. Scheiße. Oh, hab ich ihn nicht. Nee, bin ich. Hab ich ihn aber erwischt. Oh, nicht doppelschlagen! Zurück. Puh, ja, krieg ich easy. Großer grauer Wolf-Siff. Ach, komm schon! Das ist doch scheiße. Fuck it. Steh auf. Nimm was. Schild hoch! Ah! Oh. Die Hose ist schwer, selber zu schwer, also den Wolf. Ich glaube, der ist nicht gelevelt, genau. Oh shit. Ja, Glück gehabt. Oh, anvisieren. Ja, wenn er so weit weg ist, dann ist es echt. Das ist echt gut, dass der Hund immer wieder abhaut, aber fuck. Ah, das schwert noch. Guck mal, geil, 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 geil. Ja. Schöne Situation. Und zuschlagen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon näher ran. Ach, fuck you. Das war schön. War cool, wie das gelaufen ist jetzt, ja? Da krieg ich easy. Dir schneide ich die Kehle durch, du böser Wolf. Das ist der größte böse Wolf aus dem ganzen Märchen. Aber sieht eigentlich fast so schön aus, oder? Oh, fuck. Ich hier, warte kurz. Jetzt hat... Komm schon! Oh, shit. Nicht übermütig werden, nicht über... Oh, er humpelt schon! Er ist wohl verletzt! Oh ja, durch den Feuertal. Ja, du bist halt ein Kämpfer, was soll ich machen? Soll ich ihn töten oder nicht? Ja, klar. Was heißt denn? Ja, klar, vielleicht ist er ein Guter. Eigentlich. Ich weiß ja nicht. Ich nehme das mal hier. Hornissenring. Er tut mir irgendwie jetzt leid. Guck mal, da kann gar nichts mehr machen. Vielleicht täuscht er dich. Nein. Komm schon. Ergib dich halt. Oh je, guck mal, wie easy der jetzt ist. Was? Da habe ich jetzt Mitleid. So ein Kämpfer bis zum Ende. Ja, weiß nicht. Muss jetzt auch noch anfangen zum Humpel. Also komm schon, dass ich raus, Chris. Ja. Es tut mir jetzt leid. Oh Gott, wie völlig eingeschränkt der jetzt ist. Ja, dann muss ich es leider machen. Oder gibt's, vielleicht gibt es vielleicht einen Trick vom Spiel, vielleicht gibt es irgendeine Art. Aber ich weiß es halt leider nicht. Da hinten liegen uns meine Seelen, die hole ich mir erst noch. Die habe ich völlig vergessen. Es waren auch einige, ne? Ja. Von hat explodiert plötzlich, oder? So, das tut mir jetzt echt leid, die große graue Wolfsiff. Wo, ich leg ihn vorne an, dem Stein da, dass er sich hier schön hinlegt. Und seinen Heldentod stirbt, wenn er unbedingt will. Du musst dich, leg das Schwert weg. Na dann. Bund des Artorias, Seele Wolfsiff. Oh, Menschlichkeit, Heimkehrknochen. Und jetzt hat... Weiß nicht, jetzt habe ich ganz. Ist nur ein Zwischengegner, ein Lamer. Gut, jetzt im. 40.000, Alter. Was heißt Lamer? Auf jeden Fall, früher hätte ich den nicht gepackt. Wir hätten auch schon früher durch das Tor gehen können, weißt? Ja. Aber die ganzen Sachen muss ich jetzt mal abchecken, was der mir gegeben hat. War das ein Ring? Ja. Nur Hornissen und buntes Astoria. Ermöglicht Abgrundschreiten. Okay, mal kurz genauer begutachten, wie. Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritters Artorias mit den Bestien des Abgrundes. Genau wie Artoria ist sein Träger in der Lage, den Abgrund zu durchschreiten. Kann ich dadurch irgendwie durch ein Tor gehen oder was? Hä, oder wenn es hier runter geht irgendwie? Also, ich habe jetzt Havels Ring weggetan. Und irgendwie passt schon. 60, Alter, Belastung 60, 84, okay, das ist aber eigentlich nicht gut. Ist ja hoch, gell? Ja. Aber erstmal fühle ich mich so wohl. Ich behalte es jetzt mal so. Aber durch den Abgrund schreiten, da ist ein Fußsymbol oben. Wir haben doch nochmal ein Ding bekommen, nochmal einen Ring. Echt, was? Hornissenring habe ich schon gefunden. Hornissenring, stimmt. Da. Versteckt kritische Angriffe. Oh, okay. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gwyns geschenkt wurden. Guck schon wieder eines. Der Hornissenring
gehört dem Schwertkämpfer Siaran. Der Ring versteckt die kritischen Treffer des Trägers und lässt ihn seine Feinde ebenso effizient beseitigen, wie einst der Dolch von Siaran die Feinde von Fürst Gwyn tötete. Und der Wolfsring ist auch so ein Fürst Gwyn-Typ. Okay, sieht auch ziemlich ähnlich aus, ja. Gut, das mit dem Durchschreiten, das kommt vielleicht später irgendwann mal interessant. Was nehme ich denn jetzt? Ne, kann ich echt nicht mehr ablegen, oder was? Du kannst schon ablegen, dann geht der kaputt. Last, guck mal, der versteckt auch Last. Das heißt, ja. Ich kann mehr tragen, oder was? Das ist halt das, der hilft mir gerade, glaube ich. Versteckt kritische Angriffe, das hört sich gut an, oder? Ja, nimmst du den halt, ja. Versteckt Wunder. Ne, okay, dann nehme ich Nonsen. Okay. Ja, easy, goal, den haben wir das auch gelöst. Yay! Easy, wo gehen wir jetzt hin? Wo ist jetzt... Ja, jetzt gehen wir, im neuen... Zum Feuerbrandschrank gehen wir jetzt. Wieso hast du jetzt wieder neun Dinger, Chris? Neun was? Du schüttest nur wieder 19, das heißt, du kannst dich zum Mensch machen, oder? Du hast die Frage gar nicht zum Mensch. War ich gar nicht Mensch, oder was? Ja, das ist natürlich scheiße. Kannst du jetzt wieder machen, dann können wir wieder ein Feuer entfachen, wenn wir da hingehen wollen. Ja. Ja, easy. Heute ist nur kurz als, hier, vollständigkeitshalber erledigt. Der Wolf hat mich früher überrascht, ja. Das wäre krass gewesen. Aber was hier im Wald alles rumfleucht. Pilze, Katzen, Wölfe. Alles an dem Getier mögliche. Menschen auch dann halt. Sind die Pilze noch da überhaupt? Ja, da vorne. Die Schlägerpilze. Die große waren es aggressiv. Die kleine waren ja ganz lieb. Aus dem Schlitz. Ja. Ja, hier runter. Aber wer wird nicht böse, wenn wir... Hallo? Alles cool? Ja, yeah, alles cool. kommst nicht vorbei. Ey, was ist los? Ey, kommst du da rein? Hör ich schon mal kleine, Chris? Was? Hast du gerade immer kleine Leute? Ja. Oh, wo kommt der her? Ich quasi. Ist der noch von vorhin, oder was? Wahrscheinlich, ja. Was soll er seinen Kampf kriegen, wenn er ihn will? Zack. In die Breast. Jetzt soll ich da runter, die Leiter runter, oder? Hä, wo war denn das? Ach, da die Leiter runter. Eine Wild, ja? Ja, oder? Du kannst immer so auf Feuer entfachen, da geht's ja irgendwie ins Drachental, weißt du noch? Das ja. Kann man auch noch fahren. Das Drachental, stimmt, da könnte man auch als nächstes hingehen. Wie war das nochmal? Was muss ich drücken? Rot. Jetzt, genau. So. Ich weiß auch nicht, wo man als nächstes hingeht. Das immer heißt mir so. Hä, aber. War das jetzt richtig? Ja, hoch. Da hoch, ach so, ja. Ist eine dünne Stelle, aber ich... Ja, Drachental steht natürlich an und Feuerbrandschrein, ist doch klar. Kingseeker Fremd. Das wäre auch mal ein Missalner. Auf jeden Fall. Aber wir gehen erstmal zu Kingseeker Fremd. Vielleicht sagt der uns ja, dass wir jetzt ins Drachental sollen. Aber gehen wir nicht trotzdem da kurz rein in die Höhle und einfach nur schnell das Feuer mit uns hinterportieren können? Ja, okay. Wir schauen gerade so viel sehen. Ja. Jetzt kommen die Eistypen da hinten wieder. Ach, stimmt. Finsterwurzbecken. Oh, aufpassen, wo war... Ah, da war das. Okay. Aber ich nehme nochmal lieber was. Nicht, dass die mich jetzt hier abfacken. 75.000 Seelen habe ich schließlich auch am Start. Oh, ich merke schon hier, durchs Wasser ist wieder schwierig alles. Ja, ohne Ring halt. Ja, mit dem Gewicht. Hab ich alle keine Gegner sind. Krass. Aber kommt schon die nächsten. Also aufpassen. Wie, was? Und die alle keine Gegner sind mehr für dich. Ja. Früher steht da so Art, keine Ahnung. Naja, es ist halt lustig. Jetzt spring ich! Zack. Guck mal, der nächste. Die können trotzdem gefährlich werden hier. Ja klar. Soll ich einen Gegner unterschätzen, ne? How are you, kid? How are you, kid? Ach.